Servus Leute, willkommen zurück zu Hyper Dimension Neptunia Rebirth 2 Sisters Generation. Die Musik klingt irgendwie geil. X-Drive habe ich keinen. Gut. Dass sie ihre Texte immer doppelt wiederholen. Das war beim ersten Teil auch bei Noir, bei, welcher Text war es nochmal? Also, I show you the power of a goddess. Und dann in der transformierten Form, I show you the power of a goddess. So, erstmal Verteidigung erhöhen, dass ich nicht ständig auf die Schnauze krieg. Oh, ich darf nochmal, geil. Ja, dann heile ich mich erstmal. Ja klar, knall mich ab. Ich werde es dir zeigen. Ich hoffe, es macht viel Schaden. Wow, das könnte dauern. Nicht nur, es könnte dauern, das werde ich wahrscheinlich gar nicht schaffen. Ja, das... Also entweder wird das ein Kampfmarke Itemverschwendung oder... Ja, toll. Die zieht mir fast 1000 Lebenspunkte ab. Sieht irgendwie niedlich aus. Aber es ist trotzdem noch zu viel. Ich heile mich nur 700. Ja, ich bin quasi wieder auf dem herunten, was ich geheilt habe. Und ich verfehle alles. Ja, genau. Ja, es wird ein Kampfmarke-Item-Verschwendung. Es sei denn, wenn ich verliere, muss ich mich mit starken Waffen ausstatten. Und das will ich eigentlich nicht. Ich verfehle. Ja, toll, ich kann mich heilen. Das bringt mir aber gar nichts. Habe ich nicht etwas, was SP und? Nee. Ich könnte meine Stärke erhöhen. Aber gut, erstmal muss ich mich heilen. Ja, toll. Jetzt muss ich meine SP heilen. Ja, ja, ja. Jetzt muss ich mich wieder heilen. Oh Mann. Ich kann froh sein, dass du dich die andere Technik einsetzt. Yay! Ja, ja, hör auf. So, jetzt nochmal dickere Heilung. Jetzt muss ich meine Angriffskraft erhöhen. Oh Mann. Ja, er haut mich. Sie haut mich wieder. Ja. Ich meine, wenigstens die Musik ist geil, aber was ist das für ein Kampf? Ja, ich hab EX-Drive, aber es bringt mir nichts. Ja, auf Uni. Juni. Was? Warum zweimal? Das war unfair. Warum hast du jetzt zweimal angegriffen? Hä? Wieso? Wieso japanisch? Ups. Ich habe niemals auf japanisch gestellt. Was soll das? Weißt du was? Wenn du unfair sein kannst, dann kannst du dich auch. Wo bin ich jetzt überhaupt? Ah, hier. Schade, dass ich das nicht einfach so skippen kann. Aber der Dialog hier ist lustig. Die beiden streiten herum. Wobei, es ist direkt der Kampf zwischen den beiden, oder? Nee. Ach, komm. Hä? Ich dachte schon, warum mache ich so wenig Schaden, aber... Ist klar.
Ja, Neptun ist paralysiert, ist klar. Aber nicht mehr lange. Weil die ist die einzige, die wirklich draufhauen kann. Wobei, du hast auch Paralyseheilung, oder? Nee, Gift. Schon wieder? Egal. Lasst ihr Drecksfiguren! Sorry, aber das pisst mich ein bisschen an. So, jetzt rotte ich euch aus. Ständig Paralyse. So. Ah, ich hätte heilen sollen. Naja, egal. Aha. Jetzt auch noch Iffy paralysiert. Toll. So. Tut mir leid, dass ich so ein bisschen cheate mit meiner Megawaffe, aber... Ich habe, um ehrlich zu sein, keine Lust gegen so einen, auf so einen unfairen Kampf. Ich meine, ja, es ist fair, dass einmal der angreift, aber dann hat auf einmal, durftest auf einmal du zweimal, was ich irgendwie nicht verstehe. Verstehe ich nicht. Sorry, Juni, ich rotte dich jetzt aus. Ich wollte nicht so hart gegen dich angehen, aber... Tut mir wirklich leid. Oh, die Arme, die tut mir total leid. Ja, tut mir leid für die Ausrüstung, aber ganz im Ernst. Ich habe keine Lust, die ganze Zeit auf die Schnauze zu bekommen wegen Unfairness. Ja, diesbezüglich sage ich, dass wirklich Unfairness, weil es... Wenn immer eine und eine Figur angreift, ja, dann ist gut. Aber dann greift sie auf einmal zweimal an. Einfach so wie es und nix. Und das war nicht fair. Oh, stimmt ja, ich könnte Prozessoren, um mich zu verstärken, aber, Komm, versuchen wir es mal. Sollte ich vielleicht auch mal. Okay, Prozessor. Das macht mich schwächer. Warum habe ich das gekauft? Konnte ich nicht wissen. Nee, ich verkauf's nicht. Ah! Wie sieht's mit dir aus? Yay, bin wieder da! So. I never stop. Ja, tonnenweise Zeug. Tschüssi! So, Gilde. Planetüren kann ich senken. Warum sollte ich das tun? Ich kann es zweimal senken. Nö, will ich nicht. Nee, Afra will ich auch nicht. Planetüren, nee. Die falschen Quests mache ich. Oh. Perfekt. Was habe ich denn hier so alles? The Station sinkt. Ja, das. Wobei, das habe ich schon. Das habe ich auch. Ja, The Station sinkt. Nee, will ich nicht.
Warum sollte ich? Ich weiß, wegen den Items, aber das da will ich. Real Gamer. Oh nein, das sind die hässlichen Typen da. Aber ich weiß, wo ich die herbekomme. So, guck ich mal. Hab ich die? Ne, ich hab die Waffe. Die Musik klingt irgendwie zu friedlich. Ne, nicht du. Tak, 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 tak. Da vorne, der hässliche Typ da, das ist der Real Gamer, glaube ich. Ja, der da. So. Ja, Real Gamer. Ach komm. Boom, boom. Nix gefunden. Ah. Okay, ich glaube, das mache ich offscreen. Ich werde sowieso immer wieder offscreen Zeug sammeln. Ja gut, leveln auch, aber das ist eigentlich nicht, dass ich irgendwie Zeug eigentlich offscreen mache, sondern eher wegen Sachensammlerei. Sachensammlerei. Yes, yes. Klingt schon irgendwie niedlich. Aber komm, jetzt machen wir erstmal weiter mit der Story. Nein, La Station. We meet again. It seems as though you even procured the materials that I requested. Big Brother is watching us, huh? Miss Kay, could you tell us where to find the mascot now? It's been so long, we really need to hurry. If it's been so long, what's a few more moments? It probably won't change the situation tremendously. Miss Kay, ich dachte, es ist ein Typ. Ist das eine Frau? Ist das eine Frau oder ein Mann? Ich habe keine Ahnung. First, I'd like to hear about what happened 3 years ago in the game industry graveyard. Oh, right. I see. Noir is still alive. That's a weight off my shoulders. If you were that worried, why couldn't you have been a tad more cooperative? You have your priorities and I have mine when it comes to saving our CPU. But for my plans to come to fruition, I needed the materials that you so kindly obtained for me. It's time to fulfill my end of the deal. Here. I wrote down the last known whereabouts of the mascot. Thank you very much. We can finally... But let me warn you of something. Your request will more than likely be denied outright. What's that mean? You'll find out soon enough. I wish you luck with your next negotiation. Sounds real sincere coming from you. Und falls mich jemand fragt, warum ich diese übermächtige Waffe hier nutze, das da, naja, ich weiß gar nicht, warum ich sie habe. Sie ist einfach, naja, keine Ahnung, ich habe sie einfach, ich habe sie mir nicht extra gekauft oder so. Und im ersten Teil habe ich auch einen extra DLC für Pesci und Plutia geholt. Und die habe ich da auch genutzt, also, naja. Ist das kein Betrug? Oder zumindest nicht so ein Betrug. So, schauen wir mal. Ansonsten gibt es hier nichts mehr. Aha. Habe ich jetzt noch meine kraftvolle Waffe? Nee, oder? Beamblade. Nee, habe ich nicht. Da oben wieder. Und dieses mächtige Vieh ist auch wieder da. Okay, das... Wisst ihr was? Warum lasse ich das nicht gleich? Weil dadurch alles zu einfach wird, ich weiß. Hat diesen Delfin da oder was das sein soll. Fliegender Delfin. Was auch immer. Komm her. Es ändert sich nicht mal die Kampfmusik. Ja, seht ihr, wir sind viel zu weit weg. Der hat quasi den ersten Move, wo ich nichts dagegen machen kann. So.
Achso, Nepgi ist fast tot. Ich dachte, Kompa ist angegriffen worden. Ja, ich könnte Nepgi vom Gift heilen, aber es bringt, glaube ich, nichts. Ist klar. Ja, zweimal greift er an. Ist logisch. Wer ist geschwächt? Nepgi. So. Zack. Von wegen Gottfresser. Gut, ihr seid geheilt. Alles klar. Naja, gut, nicht ganz. Iffy ist nicht geheilt. Okay, Equipment wieder umändern. Zu dem hier. Und Iffy heilen, ist klar. Tausender brauche ich eh bald nicht mehr. So, und hier werde ich safen. Ups. Wenn ich den Schmafu nicht immer wieder machen muss. Planetune CPU? No, the CPU candidate. This mascot is wide awake. Must mean that the shares situation is a lot worse here in Last Station than it was back in Planetune. So basically, we'd like you to come with us. How sudden. Do you truly believe that I would follow you without first confirming your intentions? The CPUs are held captive in the game industry graveyard. We need your help to save them all. I see. I sensed unusual fluctuations, but hearing that all the CPUs are being held captive is a shock. If true, that only strengthens my argument to not accompany you. Aw, lame. Why? My sole purpose is to protect this nation during the CPU's absence. Leaving now would cause the nation to lose any and all divine protection yet remaining. This is unallowable. It is, after all, part of the pact we mascots made with the true goddess. So you're saying it's fine to let the CPUs be held captive? As I said, my purpose is merely to act as the CPU's proxy in her absence, not instigate a rescue attempt. But... Where is she? This is the only place I haven't looked around in, Chuk! Oh, my lovely Kompa. We've been apart since that day. Why did I run? Damn my shyness, Choo! Huh? Oh, great! I miss her so much that I'm starting to hallucinate. My sweet angel Kompa. Choo! Or wait. That's no hallucination. That's Kompa. My lovely angel Choo! Huh? Oh, it's Mr. Mouse. You... Remember me? That makes me so happy, Chuk! Not now. We're in the middle of something here. You shut up, Chuk! There's nothing more important in this world than Kompa! Whoa! Is that the mascot? Mr. Mouse, you know about the mascots? I'm so lucky, stumbling on both my angelic Kompa and the mascot! Well, I have a great idea, Kompa! Let's beat the crap out of that mascot together, Chuk! Huh? Beat it up? Why would you say that? Hey, Rat, are you... If we smash the mascot, you'll get a massive reward, Chuk! And if you help, my dear Kompa, I'll help you join ASIC as a special VIP member! Oh, I see. This little mousey is more like a weasel. Don't do something mean like that to the mascot. If you do, then all of game industry will... Exactly! Game industry will be one step closer to being under total domination through ASIC, Chuk! With no CPUs and nobody left to believe in them, game industry will be completely under our control! To summarize, my sweet angel Kompa, please join us before... Bad Mr. Mouse! Kompa?
I've been traveling with my bestest friends to help save the CPU, so... That makes us enemies! Dun-dun-dun! Enemies! So are you telling me that you don't like me that way? That's right. I really hate bad people, and bad monsters, and anyone who makes game industry a bad place. Hate? You hate me? Look it! It's spinning like the top! No, 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 no! My tender heart is shattering to pieces, Choo! All my love will go to my job then! That said, I'm gonna get rid of you all in the name of ASIC, Choo! So much for that delusional drama. Let's take out the trash gear. Huh? What the goodness? When did an enemy appear? Man, you really get tunnel vision when you're focused on something. Come on, it's about to charge. Leave it to me and everything will be A-okay! Ist das... Oh wow! Schnüffelst du Napgear unterm Rock? Oder unter das Kleid vielmehr? Perverser! Aber gut zu machen, das unter normal! Das kann ja lustig werden. Ja! Frage ist, wen von den beiden rotte ich zuerst aus? Fenrir, weil der schwerer aussieht. Na gut, wieso ist Red geschwächt? Egal. Warum macht Kompa dir so viel Schaden? Okay. Hat irgendwie nicht so viel Schaden gemacht. Wie sieht's mit dir aus? Aui! Red braucht Heilung. Dumme Maus! Ich komme hier nicht weg. So, von hinten! Jetzt kill ich euch zwei. Die Frage ist, wen von den beiden kill ich zuerst? Oh, Fenrir muss leiden. Ja! Au. Verdammt! Mein Hals. Jedes Mal, wenn ich so viel reden muss. Ich kann doch... Oh! Das war viel Schaden. Also, was If da gerade angerichtet hat. Irgendwie muss ich heilen. Dich. Ja, ich weiß, ich skippe, aber... Boah, ist das dein Ernst? Oh, fuck. Gut, muss ich Paralyse heilen. Antivirus, Antisiegel, Antiparalyse. Dummes Ding! Die Musik klingt irgendwie auch total dumm. Die Maus lebt noch. So. Jetzt muss ich Napgear heilen. Ich hoffe, ich komme ran. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Schaden das macht. Ich darf nicht immer alles skippen. Naja. Und das? Okay, es war ein bisschen besser. Au! Einfach draufhauen, wird schon passen. Mr. Maus ist eh tot. Bam! Wow, eine ganze Menge Zeug. I lose the game of love. My
So, that was one of the evils plaguing game industry? Yeah, and now that stupid rat knows exactly where you are. So it would seem. Perhaps it would be wise of me to go into hiding for the time being. If that's what you're planning, why not come along with us? We can keep you safe and hidden. I have already said such a request cannot be granted. Heesh! You're really stubborn! The whole world's like this now, but only your nation matters? With no CPUs and nobody left to believe in them, game industry will be completely under our control. So, no matter how hard one tries, some things simply cannot be protected alone. CPU candidate. Yes? Have you decided to join us? I cannot abandon this nation. I cannot break the pact made with the true goddess. Then, there's nothing else we can say to convince you? What I can do is offer my power, while my physical self remains here. Accept a portion of my power. Huh? Goodness! Though I can offer little, I ask that you help the CPUs and all of game industry. Thank you so very much! We'll make sure to save everyone! Diese Maus, oje. Dann. Das Spiel hat echt Humor. Hat der erste Teil auch schon. Ich glaube, die ganze Reihe ist so. Okay, wir haben jetzt so ziemlich alle Geschäfte in der Station erledigt, aber wir konnten die CPU-Kandidatin nicht dazu bringen, uns zu helfen. Hä? Was sollen wir tun? Es ist wirklich eine Schande. Für mich wäre es so krank, wenn zwei so süße CPU-Frauchen. Moment. Achso, ich wäre wirklich krank, wenn ich zwei so Frauchen hätte. Ich glaube, Wifis heißt Frauchen. Ha! Juni! Kein Grund herumzusitzen und zu schmollen. Lass uns zur Basilikum gehen und mal. Ja, Bericht erstatten. So. Mal safen, ja. So, da gucke ich jetzt noch und dann ist Partende. Well done. I'm surprised to hear that such a stubborn mascot agreed to lend you some power. We're the ones who came to deliver the report. It'd be really awesome if you wouldn't do it for us. Our next step is to visit Louis, but before that, could we meet with Uni one more time? That's really up to her, since she dramatically dove under my desk the moment you all arrived. Hey! Don't be a stool pigeon! Oh, hi Uni! I'm so glad I got to see you! I'm not here. I know I asked already, but Uni, won't you come with us and help save our sisters? Ja, komm bitte! Juni ist jetzt schon geil. No! At least, not yet. I see. If I went with them right now, I'd only be a burden. Nein! Komm schon! Jetzt lass dich ein bisschen von ein paar Tränen einweichen. Komm mit! The character, aren't we? I never thought I'd see the day when Uni could look so happy. Hey, wipe that stupid smirk off your face right now. Gigi, we should get going.
Although necessary, I do apologize for keeping you here for so long. Best of luck on your travels. Stop it! You creep me out when you say anything remotely selfless. I'm wishing you luck because of the projected difficulties I foresee with Louise's CPU candidates. Huh? Plural? Schade. Juni kommt nicht mit. Oh. Okay, ich bin jetzt aber neugierig, was da jetzt noch ist. Slayer. Okay. Hä? Hast du über das Gerücht gehört, dass ein verfluchtes Schwert das Böse verbannen kann? Nein, habe ich nicht. Aber es ist schon ein bisschen lustig, dass ein verfluchtes Schwert das Böse verbannen kann. Hey, das ist ein Gerücht. Was für ein Fluch soll das sein? Ich weiß nicht. Ernsthaft, das ist ein Gerücht. Aber wenn wir dieses Schwert finden könnten... Hörst du denn nicht zu? Es ist ein Gerücht. Verschwende nicht deine Zeit, darüber nachzudenken. Ist mir jetzt erst aufgefallen, Neptune hatte 2 Steuerkreuze. Also ihr wisst schon, Haarschmuck in den Haaren. Aber Nepgear hat nur 1. Oh ja, ist auch was. Chiba. Oh, niedlich! Ja! So, Stella ist wieder da. Jawohl, genau. Jawohl. Oh, wow. So, rüste ich dich gleich mit besseren... Ups, Zeug aus. Wow, 14. Das auch, yeah. Hä? Healing Belt. Ja? Ich glaube, ich könnte jetzt mal da reingehen. Wow, wer weiß, was ich da noch alles finden kann. Ja, du solltest da schon anfangen. Virtual Forest is clear. Gut, das ist logisch, dass ich jetzt zum nächsten gehe. Aha. Gut, aber... Ich werde jetzt den Part beenden. Schade, dass Juni nicht dabei ist, aber später, hoffentlich. Guck mal, Party. Wie viel habe ich? Nur 4 Personen. Schade, aber Bomb. Okay. Gut, dann werde ich hier den Part beenden. Das war Hyper Dimension Neptunia Rebirth 2 Sisters Generation. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.